Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Let's Play Monster Train. Ja, was ist Monster Train? Nein, das ist kein Train Simulator für die Hölle, sondern das ist ein Roguelike Card Game. Das heißt, Card Game, das mag ich sehr. Das Roguelike, das ist nicht so meins, bedeutet nämlich, die Karten, die wir während des Spiels freischalten, die können wir nicht wieder nutzen, wenn wir quasi von vorne anfangen. Und das Prinzip des Spiels ist recht einfach erklärt. Man muss mit einem Zug, der in der Hölle beginnt und Richtung Himmelsreich fährt, versuchen zu überleben, während einen die Engelshorden angreifen, die man Kreaturen, Zauber etc. spielt. Das Einzige, warum es mich aber dann trotzdem interessiert hat, ist neben, dass es so cool aussieht, erstens, dass es geile Mechaniken hat und zweitens, das zeige ich euch jetzt mal, ja, wir wollen die Reise verwerfen, man hat verschiedene Stämme und wenn man mit denen spielt, bekommt man für die Erfahrung und dann werden sie besser. Also wir haben hier die Höllenhörner, die sind halt aggressive Dämonen, Erweckte, das sind Naturfraktionen, Skrimsche Wache, die sind auf Wasser und Magie aus. Und Umbra, das sind ja fleischverzehrende, monsterfressende Wesen. Der letzte Stamm ist für mich noch gesperrt. Aber ich möchte euch gerne die Kombination mal zeigen zwischen den Höllenhörnern, um die es jetzt geht. Und zur Unterstützung nehmen wir einfach mal die Umbra, weil die auch einigermaßen gut tanken können. Ihr werdet feststellen, die Höllenhörner sind sehr aggro, aber sehr anfällig gegen Schaden. Wir brauchen also irgendwas, was gut tanken kann, und das sind die Umbra. Wie gesagt, Höllenhörner sehr anfällig gegen Schaden, Umbra sehr anfällig gegen Wurm. Das heißt, reflektierender Schaden. Und hier könnte man dann noch Schwierigkeitsgrad einstellen, je nachdem wie oft man es gepackt hat mit welchem Schwierigkeitsgrad. Wird das mal höher, die Herausforderung. Aber darum geht es uns jetzt nicht, sondern ich möchte euch gerne zeigen, wie die Fraktionen funktionieren. Und ja, dieser Stammeslevel, der steigt halt bis zu Level 10 und man schaltet neue Karten frei, indem man einfach damit spielt. Ihr seht, die Umbra, die habe ich jetzt erst spät freigeschaltet, die letzte noch gar nicht. Die sind mir noch gar nicht frei. Und ja, dann legen wir einfach mal los, dann sehen wir am besten, wie das ganze Spiel hier funktioniert. Der Zug besteht aus 4 Etagen. Oben ist die Höllenglut, die treibt den an, die muss am Leben bleiben, sonst ist das Spiel vorbei. Die anderen 3 Etagen dienen zur Verteidigung. Und hier sehen wir auch, wer der letzte Boss sein wird. Ein Typ, der den Angriffskraft senkt. Das ist für unsere Kombi jetzt ganz schlecht. Aber wir sind gut, wir kriegen das hin. Das hier ist immer das Wichtigste, die Dunkelschmiede. Hier kann man sein Felden verbessern. Und was ich immer gerne mache, man hat immer die Wahl zwischen 2 Sachen, die variieren manchmal. Blöd ist gerade, ich sehe jetzt nicht das, was ich wünschte. Wir können ihn hier Richtung Tank machen, den er Rüstung kriegt, wenn er jemanden besiegt. Oder hier, dass er Multischlag hat, das heißt zweimal zusteckt. Ich möchte gerne auf Aggro. Normalerweise gibt es auch, wenn er Schaden macht, dann kriegt er Angriff dazu. Ich hoffe, das kommt in einer der späteren Evolutionsstufen. Wir gehen jetzt erstmal auf Multischlag. Und der Rest soll tanken. Schätze, also Artefakte, die wirken über die alle Kämpfe hinaus. Schauen wir mal. Schwindel. Das heißt, der Gegner greift eventuell nicht an. Oh, und das brauchen wir auf jeden Fall. Nun, bei jeder ersten genischen Einheit, die in jedem Zug stirbt, 2 Nugget-Einheiten aktivieren. Die brauchen wir für unsere Nebenfraktion, um die zu stärken. Die Fraktionen variieren nicht so ganz viel miteinander. Und es wäre auch schön, wenn es welche gäbe, die speziell für die Mischung aus sind, wenn man es schafft. Aber das gibt es wohl nicht. Manchmal hat man egal wie hier, da kriegt man Vorschau, was für Gegner kommen können. Man kann hier noch eine zusätzliche Herausforderung anmachen, zum Beispiel, dass hier Gegner mit Dorn ins Spiel kommen. Dorn ist für uns ein riesiges Problem. Deswegen lassen wir es erstmal aus, aber wenn man kann, sollte man das immer wählen. Einfach weil man die ganzen Ressourcen braucht, um weiterzukommen. Nur Dorn, sowohl unsere Höllenbrut als auch die anderen hier, wie heißen sie richtig, die Umbras, sind darauf sehr anfällig und damit nicht sinnvoll. So, das ist das Interface. Das hier oben kennen wir alles. Das ist unsere Hand. Oben links sozusagen Mana-Kosten. Wie viel wir noch nachziehen können. Kreaturen und Zauber mit Verbrauch landen aus dem Spiel. Das taucht dann oberhalb des Zugbeendenlands auf. Das ist der Ablagestapel. Das sind Karten, die wieder reingemischt werden. Das ist unser Mana, also Glutasche heißt die hier. Unser Deck. So. Hier oben ist unsere Höllenglut. Die muss am Leben bleiben, auch wenn sie verteidigen kann. Und das sind 3 Etagen, mit denen wir verteidigen können. Ihn hier unten zu spielen wäre total dämlich. Weil er würde nur Schaden kriegen und würde sich nicht wehren können. Besser ist es also, obwohl, wenn wir es jetzt so haben. Ne, wir werden nicht genug Schaden ausgefallen. Der kommt jetzt hier oben hin, in die mittlere Etage. Und damit er ein bisschen geschwitzt ist, so ein Zug begleitet. Können wir spielen, aber als Opfer sind sie durchaus sehr gängig.
Das hier ist ein Highlight, wir machen kaputt mit Direktschadenzauber. Und dadurch haben wir jetzt Nuggets bekommen. Die sind eigentlich, wie gesagt, nur mit unseren Umbras sehr gut in Kombination. Aber die können uns trotzdem helfen. Ah ja, diese gelben Punkte oben ist, wie viel Platz sowas einnimmt. So, dieser Nugget macht, wenn er verschlungen wird, das heißt am Ende des Zuges, falls er überlebt, dann wird der Voraus ihn verschlingen. Da kriegt die Voraus entweder 3 Leben oder 3 Angriff. Wir wollen den hier als Tank haben. Deswegen sagen wir, der soll von dem verschlungen werden. Ich kann mir noch einen holen, bringt aber nichts. Lieber mach ich den nochmal direkt ein bisschen Schaden. Gut, jetzt können wir nichts mehr Sinnvolles machen, weil wie gesagt, die zu spielen bringt nichts. Der wurde jetzt verschlungen, habe ich gesehen, der hat HP dazu gekriegt. Manchmal tauchen hier solche Feen auf, solche Sammler. Wenn man die tötet, dann bringen die ein Gold. Das heißt, das ist zu empfehlen. Das kriegt er auch hin. Hier ist der Platz, den wir haben können. Das können wir später erweitern. Wäre schön, wenn wir den töten würden. Kriegen wir aber nicht hin, das sehen wir. Wir machen erstmal den Feuer kaputt. Kriegen da wieder ein paar Nuggets. So, der Verschlinger erhält plus 1 und ein Schadenschild. Oder er erhält 2 Angriffe und Lebensraub. Was kriegt er jetzt dann? Lebensraub heißt, er klaut HP. Schadenschild heißt, wenigstens Schaden, den er kriegt, kann hier drauf. Was kriegst du denn hier unten? Du darfst ein bisschen mehr tanky sein. Zack, kommen wir zwischen Gold. Es ist am Anfang noch alles etwas unspektakulär, aber das wird sehr schnell geil. Das ist wirklich auch ein schweres Spiel, also ich gewinne ungefähr aktuell jede vierte Partie. Gut, ich habe jetzt auch mit der ersten Herausforderung gespielt, aber viel Unterschied macht es so nicht. Der hier wird den killen, das sehen wir auch in der Vorschau. Durch das X, hier wird Schaden angekriegt. So. Ja, spielen wir unten den Zugbegleiter. Das ist die Frage. Der könnte ihn hier oben killen. Ich hole mir lieber ein paar kleine Schattenbursche erstmal. So, was macht der? Der Verschlinger hat plus 3 HP. Und ich suche ein Dings. HP brauchen wir vor allem hier. So. Kriegen wir 2 neue schon für den nächsten Spiel, haben wir vorgesorgt. Auch wenn die erstmal super wirklich geil werden. Jo. Das ist jetzt die Bossphase. Erst noch eine Nuggets kaputt. Jetzt haben wir ganz viele Nuggets, mit denen wir nichts anfangen können. So, der Kampf wird in diesem Raum geführt, bis alle Gegner zerstört sind. Das ist immer bei den Bossen so. Das heißt, wir kämpfen jetzt bis zur Open End. Wir überlegen uns, was machen wir am cleversten. Wir haben ja insgesamt 3, 4, 5 Plätze. Und das heißt, ein Nugget können wir noch beschwören. So, den hier möchte ich gerne Tanky haben. Der greift mit 4 an. Macht fast keinen Unterschied, ne? Gut. Den könnten wir auch noch ein bisschen eher auf Tanky machen, weil der jetzt ein bisschen mehr Schaden aushält. Und den hier oben, den machen wir dann halt jetzt so aggro wie es geht, obwohl ich glaube, dass der Boss nicht so weit kommen wird. Okay, legen wir los. Was ist das jetzt? Nom nom nom. Wird stärker. Hier haben wir eine Runde. Jetzt hält es mal 2 Schläge aus. Ich muss ein bisschen Schaden reinzwischen. Krass, das war so gut wahrscheinlich noch nie, dass die das irgendwie schon fast geschafft haben. Normalerweise ist halt niemand den Held und danach baut man das Deck auf. Jetzt könnten wir geil sein und einfach kämpfen, ich habe aber auch keinen Bock, ich töte ihn auf den Schadenzauber. Einfach weil es geil ist. So, das ist der Sieg. Dann kommt so eine Auswertung. Das heißt, wenn uns irgendwann den Boss tötet, so mehr Schaden man kriegt und so weiter. Umso besser ist es. So, jetzt schauen wir mal. Füge ihn schon 2x Schaden zu. Ist jetzt nicht viel, X, das wird immer komplett verbraucht. Kobolde, Kobolde sind eigentlich immer ganz nett. Wobei diesen paar Dingern haben wir nicht viel Platz. Nehmen wir mal den hier. Ein Nugget-Werkung, was macht der denn? Der kostet 2 Mana.
kriegen plus 5, plus 5. Gut, Nuggets kriegen erstmal genug. Wende 2 Wut und 2 Glutentzug auf einen verbündeten Einheit haben. Und erhalte 2 Glutentzug, heißt nichts zu verlieren mit Glut. Allerdings können wir unsere Schadensdauer hochpushen. So. Man könnte, wenn ich dann überlege, das wieder mit Schadenszauber kombinieren, wie ich sehe. So, hier haben wir jetzt wieder die Wahl, was machen wir. Wollen wir Zauber verbessern und Geld kriegen? Oder wollen wir eine Hölleneinheit bekommen und die Kreaturen verbessern? Wir brauchen jetzt noch ein bisschen bessere Einheiten. Das sind das Rückgrat. Pro Kobold, der wäre geil. Aber wir haben kann nicht so gut auf Kobold spielen, weil wir noch keinen bekommen haben. Da muss ich stehen. Jetzt schauen wir, wie wir verbessern können. 7 Wut ist gut für Einheiten mit Multischlag. Hier können wir sie teurer machen, also in Raumkosten. Nochmal bei dir machen. Ja komm, du kriegst halt auch noch Wut. Und einer der Zugbegleiter hier, der wird nicht spielen. Die Charge 2. So, haben wir unser Geld schon mal ausgegeben. Man sollte es auch nicht zu lang sparen. Es ist zwar am besten, wenn man Artefakte davon kauft. Und die kosten auch recht viel. Die fangen so bei 100 an und gehen bis 300, glaube ich. Aber man muss ja auch nur dahin kommen. So, wir können den Gegner Rüstungen geben. Dann kriegen wir eine neue Einheit. Ich würde sagen, wir versuchen es einfach mal. Ach, wir sind gut. Wir kriegen das hin. Obwohl 10 Rüstungen auch ja schon wirklich gut ist. So. Ich überlege gerade, wie wir spielen. Die könnten wir hier unten ja eigentlich gut brauchen. So, aber der sollte auch getankt werden, weil er so viel Angriff hat. Du kommst von hier hin. Guck mal, erstmal muss ich so einen kriegen. Plus 3 Angriff. Meiner hat Multischlag, für den ist das geil, das ist nämlich eine Gefahr. Und die schwitzen wir ein bisschen an. Okay. Und damit haben wir schon den nächsten Nuggets verdient. Er ist immer noch in Gefahr, hat Multischlag, der könnte also auch beide killen, wenn er genug Angriff hat. Das wird aber erst am Ende des Zuges verrechnet. Lass mich überlegen, der hat 12 HP. Aha, nimm Platz ein, okay, gut, kann ich mit leben. So. Zack. Und zack, dann wird er stärker. Gucken wir, was wir noch für einen von denen kriegen. Der Verschlingerheil, plus 2 und ein Lebensraub. Ist ja nicht so schlimm. Er kann ruhig erst noch mal stärker werden. Schütze ihn noch mal für den Fall des Falles. Zack. Ja, haben wir ihn auch schon hochgepusht. Wir spielen zwar anders, als ich es ursprünglich geplant habe, aber spielt ja keine Rolle, ist nicht schlimm. Ja, den kriegt er allein hin. Plus ein Schadensschild, plus 3 Angriff. So, nehmen wir noch einen Haufen Nuggets auf die Hand, mal gucken. Okay, das ist für Death. Da unten ist eh kein Platz mehr. Machen wir dich hier mal zum Death. So, da sind 3. 3 Leben, Schadensschild. Aber eigentlich besser. Achso. Das waren die doppelt. So kann man das nicht, brauche ich nicht. Ja, bringt ja auch nichts, den Zauber auf den zu spielen. Ne? Das was? Hier, dann kriegst du halt noch ein bisschen Death dazu, kurz rein. Einmal das haben, nächstes tun ein bisschen Mana. Und dann rocken wir. Wie gesagt, die spielen sich auch alle massiv verschieden hier. Das ist ziemlich geil. So, das ist schon die letzte Welle. Das
ziemlich cool. So, Mana, 3, 4, 5. Das heißt, ein Zauber können wir nicht spielen. Du machst Angriff dazu. Du machst Angriff dazu. Die zwei Schaden bringen uns eh nichts, also hol ich mir dann doch lieber noch sowas in die Richtung. Hier dahinter kommt einer noch, das ist quasi Tangy, auch mit lächerlich bei den Werten. Achso, der von Torschreinschritt, okay. Ja, und du. Ja. Theoretisch auf den. Aber wir haben dann schon vorher gewonnen, der Boss kommt gar nicht bis hoch. So. Das ist jetzt natürlich mega gut gelaufen. Ja, und wir haben uns halt schon hochgepusht. Der zweite Etage hätte mir noch mehr Schaden gemacht, also das ist jetzt wirklich gut gelaufen. Ja, hier können wir direkt durch die Rüstung durch. Das macht Wut auf alles, finde ich auch geil. Und Dampf ablassen, weiß nicht. Das kostet so viel Mal. Auch wenn es alle trifft. So, wenn zwei Wut und zwei Blut und zwei Zug auf einen verbündet einheiten, finde ich nicht gut. Lebensraum und drei Blut und Zug, auch nicht viel. Nuggets haben wir eigentlich auch genug. Ich mag Klug in Zukunft. Ja, falls wir mal einen haben wollen. So, der Nuggetmeister, der ist ziemlich geil. Wir bräuchten allerdings den anderen dazu. Kommt bestimmt noch gleich. Was passendes, weil er verdoppelt die Nuggets, das ist genial. Aber allein bringt uns das ja auch nichts. Guck mal, was wir hier für ein schönes Anfang. Chance von Zug, dass alle Buff-Effekte einer Gegeneinheit entfernt werden. Hat eine Verbraucher von Chance. Ist auch geil. Aber inzwischen stellen die Gegner vielleicht ab und mal keinen Buffs da. Ja, da ist er. Ein Ant-Umbra-Nugget, den kenne ich noch nicht. Und ein Magma-Nugget. Ach, das mit 3 Leben und das mit 3 Angriff. Die finde ich nicht mehr so geil. Aber die kommen direkt mit ins Spiel. Gut, aber der ist besser, weil immer wenn der Nugget frisst, das heißt Sättigung die Fähigkeit, dann kriegt er ein Schadensschild dazu. In Kombination mit den anderen ist das riesig, wir brauchen halt nur 4 Platz. So, in der Höhle, da passieren hier aber noch welche Sachen. Schauen wir mal, was passiert. Ah ja, der Geschichtsschreiber. Er fragt uns, wie die Geschichte weiter erzählt werden soll, wir kriegen was. Hier können wir zum Beispiel einmal das spielen, um massiv Gold zu kriegen. Ich habe gerade gar nicht so viel. Das hier hatte ich sonst immer genommen. Das hat uns das verstärkt. Das Herz, aber leider ist das nicht einmalig, sondern geht nach aktuellen Gold, ist besser es auszugeben. Dann machen wir lieber das, dass wir mal für ein Mana 2 Schaden machen und wenn der Gegner besiegt wird, trotzdem noch 50 Gold bekommen. Das heißt, wir können jetzt eine geile Geld fahren. Das erste wäre wie gesagt auch gut. Klappt aber erstens nur einmalig. Am Anfang der Partie ist es eigentlich nicht so gut. Und wir müssen viel Mana haben und das Deck ist jetzt gar nicht so, dass wir viel Mana haben. Also gut. Ja, Daedalus, ein Boss, der so ein bisschen im Kampf mithilft schon. Der macht Bomben auf Feldern und hier diese explodieren zweimal. Das heißt, entweder machen wir sie vorher kaputt oder wir spielen erstmal nichts hin. Das ist erstmal ins Leere laufen. Das ist meist das Beste. Die starten mit Wut, das heißt mit einem erhöhten Angriff. So, schauen wir mal, ich bin. Mach mal einen kaputt, dass es kein. Kriegen wir noch Nuggets. Hier kommt dieser Schmelztiegel auf sie an. Der Typ, der die Nuggets verdoppelt. Jetzt bräuchte ich hier natürlich viel mehr Platz. Das müssen wir später einbauen. So, und der Futter würde viel Schaden kriegen. Jetzt die Frage auch mein Lebenslauf, dass es sich heilt, aber ich gebe ihm erstmal Schaden. Ihr seht, die werden verdoppelt. Und du kommst hier oben hin, dann bräuchte ich hier einen Strand wegen Schadbombe. Und wir stärken den Angriff mit dem. Wir können Daedalus nebenbei auch treffen, wenn nichts anderes im Weg ist.
Sache hat, dass hat er schon mal 4 Schaden schon. Das heißt, jetzt kann er ignoriert werden. Da ist eine Bombe, das ignorieren wir gekonnt. So, wende 2 Lebenslauf und 3 Glut in Zug auf eine verwundete Einheit an. Können wir machen, haben wir nichts zu, nichts mehr. Überlegt, ob wir spielen, können wir uns gleich von denen lügen. Wenn wir was töten, können wir aber auch wieder gut. Wenn ich den hochlasse. Die machen auch mehr Schaden. So. Oh, haben wir einen Gesalten bekommen. Wir bauen das so, dass er oben am meisten kriegt. Unser Krieger hier. Ein ungewöhnlicher und gewöhnlicher. Die Mana erhalten. Er muss allerdings überleben. Ich könnte ihn jetzt hier hinpacken, ich möchte aber eigentlich nicht, dass die Bombe ihn wegnimmt. Deswegen. Machen wir das mal so. Ja, und du heilst dich das nicht. Auch da man nichts tut, halt Mana weniger, was soll's. Als zwei Mana weniger, was soll's. Das sind gut aufgestellt. Ja, wahrscheinlich eine Bombe. Zack, ist er wieder. Hinter ihm brauchen wir jetzt eigentlich, wir brauchen eigentlich hier einfach Platz, weil wir noch einen starken Händler setzen müssen. Ich hab's befürchtet, dass hier die Bombe kommt. Achso, es soll nur 1 verringern. Aber dafür 3 Runden. Okay, hab's verstanden. Den Einschaden ist kein Thema, aber die Bombe ist mobil. So, 5 Angriffe und 5 HP. Geil. Zack, her damit. Zack, her damit. So, wir geben mir denn die Rüstung? Eigentlich möchte ich sie trotzdem ihm geben, erst wenn ich dort sehe. So. Ein Döner los, da kriegst du. Zack. Eile, das heißt, die rücken Fleisch hoch. Das heißt, die Bombe und auch den mit einer soll ich kaputt machen. Als Gegner. Ich hatte es jetzt schon gedacht, aber man muss ja noch fragen. Plus 5 Angriffe, plus 5 HP. Oben haben wir echt einen Mordangriff. Deswegen den darfst du verschlingen. Zählt ihr halt außerdem 2-mal. Natürlich schade, dass Schadenschutz jetzt für ein paar Angriffe, aber was soll's. Zum Bosskampf wird es dann halt ungeil. Wieder eine, okay. Ich würde jetzt sogar hochkommen lassen, wenn ich schon meine Fähigkeit hätte, dass ich, wenn ich jemanden töte, stärker werde. Aber so fehlt mir einfach die Lust dazu. Bombe, ja. Unten kommt eh nicht hoch. Lebensraub. Wir haben einiges am Platz. Lebensraum könntest du gebrauchen, weil wir noch hier runter sind. So, wie viel Platz haben wir denn? 3, 4, 5, 6, 7, beziehungsweise 6, weil der doppelt macht. Das heißt, das kann ich nicht spielen. So, 6 bleibt der 2, 5, 6, 7. Gucken wir mal. Haufen Nuggets hier! So, du oben wirst mega Akku. Ja, hier spielt es kaum eine Rolle. Zack. Und die sterben wir dann halt jetzt auch. Ja, der Doppelschlag hat, das ist geil. Ach stimmt, der Kleine hat ja sogar nicht. Letzte Welle, gut.
Wow, die schaffen Daedalus schon allein. Entschuldigung, ich muss einfach darüber feiern, wenn das so gut klappt. So, in Anbetracht der Tatsache. Ja, du würdest natürlich auch tanken. Hier wird er den ein bisschen schützen. So. Ja, hier. Einfach in die Stärkste zu beziehen. So machen. Ja. Wir wissen ja, dass wir gewinnen. Peter ist gerade voll Maul. Immerhin durch das Schadenschild halten wir raus. Richtig wäre es, wie gesagt, wenn man im Startraum da steht. Was ist denn da los? So, verdoppelt die Anzahl an Wut, habe ich nicht so viel. Wende 4 Wut an, wende einen Multischlag an und 4 Glut hinzu. Ah, der Multischlag, der ist aber dauerhaft, ne? Multischlag geht nicht wieder runter, aber wir verlieren 4 Mana. Oder 5 Schaden zu und 7 Wut. Ja. Was? So, verrechnen, am Ende des Zuges ist ein guter Tanky hier. Teure Offensive. Sättigung, permanent 2 Angriff dazu, ist noch einer, der gut frisst. Ist schwer. Weil der muss theoretisch gesehen vorne stehen. Damit er gefüttert wird, dann braucht er aber das Schadensschild. Den können wir eigentlich nur gut spielen, wenn wir ihn vorher ein bisschen auf Tank basteln. Und den nehmen wir jetzt erstmal nur als normalen Tank. So, wir brauchen Platz. Wir haben hier die Waage abgedeckt zwischen Platz, mehr Karten ziehen oder mehr Mana haben. Die Höllenkugel wird immer dabei verbessert. So, wir könnten wählen, das hier brauche ich beides nicht. Nehmen wir uns das Geld auf. Hier können wir eine Karte kopieren, aber wir nehmen uns erstmal eine Einheitenschwemme nach. Also vielleicht kopieren, aber als allererstes verbessern unseren Helden, Multischlag. Und hier ist das vielleicht sogar besiegen plus 10 Angriff. Ab jetzt wird er richtig geil. So, ja, der ist sau teuer. Und der ist sau nutzlos. Allerdings hat 4 Rüstung. Wenn man auf Rüstung spielt, ist er wiederum gut. Aha. Wir müssen auch noch 3 Plätze ein. Ich nehme das. So, mit hier können wir könnten das verdoppeln und massiv Geld fahren. Haben wir dann schon was ausgebautes? Man dürfen nämlich auch ausgebaute Karten natürlich kopieren. Oben bei mir ein. Echt, ist das unser einziger bisher, den wir wirklich ausbauen konnten? Dann lohnt sich das nicht. Dann wird die Beuteschneiderei kopiert. Dann kriegen wir mehr Geld. Wir kaufen uns immer schöne Dinge. So, ja, ihr wart nervig. Gegnerische Nichtboss-Einheiten. Teilen 6 Angriff dazu, damit können wir leben. Das können wir gut tanken. So. So unten stehst du ganz schlecht. Dich, du bist toll, aber nicht am Anfang. Sei denn, ich baue unten meine Verteidigung auf und setze dich schon mal als Opfer hin. So, 6 Angriff geht er, 7, dann bleibt er stehen. So, du killst den nächsten Zug. So, wenn wir die Karte jetzt behalten, dann können wir schlagen. Wir haben wahrscheinlich, also unser Höllenblut, das Bier sagen manche Leute. Wir haben wahrscheinlich einen Kauf nehmen müssen. Jetzt macht das mir schwer. Ihn kann ich auf keinen Fall opfern. Ja, bleib stehen, killt die beiden. Du hast 3 Leben, hiermit kann ich dich nicht killen. Okay, ich muss oben einsetzen, wenn ich das Geld haben will. Hier einsetzen, der tankt. 5 Schaden muss ich eh kaufen, ja. Ja, das können wir mit dir machen, 20. Dann bist du halt hin. Okay. Beziehungsweise stimmt ja gar nicht. Wir töten den hier. Das Geld.
haben dann die Nuggets, der überlebt, deswegen können die Nuggets nicht auf den spielen. Das wird der hier vorne kriegen, der muss halt sterben. Dann können die Nuggets auf dich gehen. Aber da die Angriffe erhöhen, machen wir das auf dich, dann buffst du dich noch mehr. Das war schwer. Okay. Ihr merkt also, das ist ein geiles Spiel für Leute, die gerne nachdenken. Zack, Geld. Kurz eingeschalten. So, nächsten Zug müssen wir uns aber. Oh, er hat Lebensraum. Naja, da war ich vorher. Wie gesagt, der hier muss ein bisschen schaffen, dass der stirbt und der am Leben bleibt. Jetzt überlegen wir, wie wir das schaffen. Warum sterben beide? Ja, du musst auch im Leben bleiben. Das kriege ich hin, indem ich einfach einer der Viecher als Opfer vorne hinsetze. Oh, Moment, warum stirbt er auch? Der erste greift an, macht 11 Schaden. Ah ja, und killt ihn dadurch. Das heißt, ich muss den zweiten töten. Dafür brauche ich 2-3 Mana. Das muss ich spielen damit. Nee, okay, ich glaube, ich habe eine Idee. Wir testen es mal. Es müsste klappen. So, macht mir 2 Schaden. Das auch. So, diesen tödlich. Führt dazu, dass er jetzt stirbt, aber im Leben bleibt. Gut. Ich komme jetzt noch mehr nachgezogen. Wir haben Platz für 1, weil das zählt trotzdem. Sehr gut Platz. Und einen muss ich als Opfer umsetzen. Und zwar einen, den ich nicht brauche, damit er im Leben bleibt. So, jetzt muss ich kurz überlegen. Der hier oben bräuchte eigentlich Lebensraum. Hier ist Lebensraum. Rapid, Opfer. Jetzt geht das nämlich auf den, dann wirkt er seinen Effekt nicht. Ist uns aber egal. Schon sind wir wieder gut aufgestellt. Zack, wäre geworden. Jetzt buffen sie ihn noch. Er hat sich schon mal einen Schaden gemacht. So, er hat jetzt Schaden schon im Lebensraum. Das heißt, er kriegt erstmal nicht mehr aufs Maul. Einfach. So, der unsterblichen Handel brauchen wir nicht, aber ich muss hier wieder tanken. Gut ist, wenn wir den da hinten kaputt machen, dann haben wir schon wieder 2. Und zwar klein hier. Die können wir sogar beide unten hinsetzen vom Platz. Hier oben braucht ein bisschen Schutz. Da reicht mir eigentlich zum Zug aus. Für die habe ich, wenn ich so hart das klingen will, keine Verwendung. So. Ist die Frage, machen wir den hier mit beiden stärker oder mache ich den mit Angriff? Ja, wie gesagt, unten, ja, unten, bei unten gelten die Effekte doppelt, da kriegt er auch doppelt Schaden. Ja. Du kriegst seinen Tank an und dich rüsten wir jetzt aber aus, das hier brauchen wir noch nicht. Hä, da ist er ein Shot, hab ich schon gedacht. So, und bei dem jetzt das Problem, dass die ganzen Kleinen hier angreifen und sterben würden, verhindern würden, dass sie gefressen werden. So, du hältst nächsten Zug auch nochmal aus. Wende 4 Mut an, wende einen Multischlag an, wende ein Klut, 4 Klut hinzufügen. Das heißt, er kriegt theoretisch noch einen Multischlag dazu. Wäre bei ihm natürlich auch geil. Aber er hat 75 Angriff schon. Also. Blut hinzug. So. Okay. Und jetzt zuge ich mir Mana. Und der kriegt zumindest Schadensschild, auch wenn seinen Wert nicht steigen. So, letzte Phase, wir kommen. Wenn ich das spiele, kriegt meine Höllenglut 3 Schaden weniger, aber ich kann nichts anderes machen.
Das bringt leider nichts, weil wir nicht genug Schaden machen. Ich könnte natürlich noch Schattenteiler nehmen. Die Frage ist jetzt folgende. Wie weit kommt der? Ich glaube, er kommt nicht bis hoch. Deswegen kommt es so. So, jetzt sehe ich schon die Vorschau. Aber was soll's. Wir haben ja uns in der mittleren Ebene gut gebracht. Das Problem sind die da hinten den Schadenschild. Ich bräuchte nicht eigentlich. Ist hier? Ich glaube, hier ist Reichweite. Hier ist Reichweite durch. Das wäre natürlich richtig geil. So, die machen jetzt noch das Semester. Durch den Blut haben wir nichts. Den Schaden müssen wir in Kauf nehmen. Ende 2 Lebensraub und 3 Blutentzug. Auch einfach die Mitte einhecken. Überlegt gerade. 11. 11 gehen auf ihn, ne? Kaputt. 7, 14, er steht noch. Müsste dann aber reichen. Gut. Wo habe ich ihn verrechnet? 11. 7. Dann müsste er sich nochmal heilen. Okay, wir schauen. So, und dann wird es jetzt hier eng. So, Platz haben wir eh nicht mehr. Zwei Schaden beziehungsweise gar nichts. Ja, kriegen wir jetzt hier nichts. Jetzt wird unser Höllenblut noch den Schaden kriegen. Aber wirklich genau auf Null kommt, dass man gar nicht nochmal Schaden machen wird. Ja, da sind wir leider vorbei. Aber das sollte mal kurz zeigen, so funktioniert halt das Rote. Hätte gedacht, würde es ein bisschen besser klappen, dann kriegt noch eine Auswertung. Wow, so schlecht war schon lange nicht mehr, muss ich gestehen. Schade, war ein gutes Gefühl. Okay, dann sage ich bis zum nächsten Mal, da zeige ich euch dann das Naturdeck, das hat mir bisher am meisten Spaß macht, gut wie immer. Und das werde ich mit dem Blauen mal kombinieren und schauen, was dabei rauskommt. Bis dahin sage ich, macht's nicht gut, macht's besser und mögen die Gaming-Götter mit euch sein. Tschüss!